Ja, nun herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Heute soll es mal gehen um das Thema der Corona-Einwand. Noch ganz kurz zu mir, mein Name ist Klein von Klein Marketing und ich bin Experte für die Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Und ja, wir aktuell schreiben wir den 22. Juni 2020, und ja, die Corona-Krise ist ja immer noch fortschreitend. Das heißt, jetzt hören wir schon langsam die News, dass die zweite Welle kommt, die zweite Welle, Corona-Welle, ja, in Südkorea und in China und vielleicht auch schon wieder sehr bald bei uns. Das heißt, das Thema Corona wird uns noch eine ganze Weile weiter begleiten und ist eben nicht damit getan, dass man sagt, naja, jetzt ist der Shutdown aufgelöst und jetzt ist alles wieder beim Alten. Wir sind ja auch bei vielen, ich bin ja Experte in der IT-Branche, mit anderen Worten, viele der Kunden meiner Kunden sind ja, in der Automotive-Branche, in der produzierenden Gewerbe etc. pp. Und bei denen ist es teilweise so, dass die Auftragslage dort ja sogar so ist, dass die letztendlich bis jetzt noch gar keinen richtigen Auftragsrückgang oder ja, Auftragsrückgang, würde ich sagen, erlebt haben, sondern einfach das ganze zeitversetzt erst sozusagen einschlagen wird. Und dann sind wir auch schon gleich beim Thema, und zwar, ja, was können wir denn eigentlich tun? Wie verkaufen wir also im Zuge dieses Corona-Einwands? Ja, also dieser typische Satz eben, naja, momentan ist bei uns alles auf Eis. Ja, momentan diese Krise, momentan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Schlagzahl, der wir momentan fahren, die recht hoch ist, und auch, ja, wie soll ich sagen, Gesprächsanteile sind sehr hoch. Muss ich eigentlich sagen, es ist eigentlich relativ selten, also viel seltener, als ich eigentlich gedacht habe, dass dieser Einwand kommt. Also ich dachte, dass ich so mitten in der Corona-Krise, April, Mai, habe ich mir gedacht, naja, so mindestens 9 von 10 Firmen würden diesen Einwand bringen, aber es war die mehr gar nicht so, sondern wesentlich weniger. Und einer der Gründe war einfach, da kommen wir auch schlecht zum ersten, dass wir einfach entsprechende Recherche gemacht haben. Ja. Also der Corona-Einwand ist letztendlich auch häufig nur ein Vorwand. Ja. Und was man so ein bisschen raushören kann bei vielen, man muss sich auch das grundsätzlich immer überlegen, wenn jemand den Corona-Einwand bringt, ja, ist es jetzt endlich einfach nur sozusagen ein Vorwand, ja, also was heißt es jetzt im Klartext? Im Klartext heißt es, es kommt mir eben gerade gelegen, dass die Corona-Krise ist, ich will sowieso keine Kaltakquise-Gespräche jetzt gerade führen, also schiebe ich mal das Corona-Buzzwort vorne weg und dann wimmel ich den Telefonisten möglichst schnell wieder ab, ja. Und das ist natürlich eine Sache, die auch, ich würde mal sagen, stattfindet. Ja. Und das ist eben mit der Zeit, desto mehr man eben telefoniert, hat man da eben ein gewisses Feingefühl dafür, ob das jetzt nur ein Vorwand ist oder ein Einwand, was man natürlich sehr schnell merkt, wenn man einfach länger mit den Leuten spricht. Selektiv nach Branchen, das habe ich gerade gesagt, dass man einfach vorweg sagt, okay, ja, gewisse Branchen wie jetzt Tourismus und so weiter. Ne? Also da brauche ich gar nicht erst rein telefonieren, das ist ja völlig klar. Ne? Also da gibt es ja auch keine, das sind dann auch keine Vorwände, ja, weil da ist einfach kompletter Shutdown. Andere Branchen wiederum, denen geht es wieder sehr gut. Da ist dann wieder überhaupt fast gar kein Unterschied. Das sind halt wieder Medizinbranchen, Laborbranchen, was hat noch alles, also Food and Drink, also Lebensmittelketten und so weiter. Also bei denen ist ja die Krise mal unter uns gesagt am Arsch vorbeigegangen. Ja? Dann das nächste ist höhere Schlagzahl. Einfach höhere Schlagzahl ist halt so, ne, desto weniger ich mit den Leuten ins Gespräch komme aufgrund der Corona-Krise oder weil halt viele im Homeoffice sind, desto höher ist halt einfach die Schlagzahl. Das heißt, es ist ja immer nur das eine oder das andere. Ich kann immer nur viele Gespräche führen oder dann ist die Schlagzahl von Haus aus geringer.
Und wenn ich einfach weniger Gespräche führe als wie sonst, dann muss ich einfach nur aufpassen, dass ich deswegen jetzt nicht einroste und trotzdem eben höhere Schlagzahlen mache. Und was natürlich hier sehr wichtig zu beachten ist, ist natürlich die Recherche, denn man bringt eine Haufen Schlagzahl überhaupt gar nichts, also noch weniger als wie in Nicht-Krisenzeiten, wenn ich einfach da in Firmen anrufe, wo halt sowieso nichts läuft, ja. Oder halt, wo die Leute sowieso nicht erreichbar sind, weil sie halt völlig in Kurzarbeit sind oder sowas. Ja? Also nur noch vormittags arbeiten und nicht ständig anrufe zu Zeiten, wo sowieso keiner da ist. Also von daher, das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, höhere Schlagzahl. Ja? Also es ist, Schlagzahl als solches ist ein sehr bekanntes Performance-Measure, also sagen wir mal, Leistungsmesser, Messindikation, ja, bei den größeren Callcentern nach wie vor immer noch, und ich würde mal sagen, es ist einfach aber letztendlich unterm Strich einer der am wenigsten wichtigen Momente mittlerweile. Denn was bringt mir die Schlagzahl? Weil Schlagzahl sagt ja nur was über die Quantität aus und nicht über die Qualität meiner Arbeit. Ja, wie bereite ich mich vor auf den Call? Ja, wie viel Zeit stecke ich rein, um genau zu wissen, wenn ich den einen Entscheider nicht, wenn ich die eine Person, wo ich meine vermutlich, dass es der Entscheider ist, weil das ist ja auch immer die Sache mit der Entscheiderrecherche. Ja, also solange ich nicht mit jemandem gesprochen habe, kann ich sowieso nicht sagen, ob das tatsächlich der Entscheider ist oder nicht. Ne? Also Entscheiderstrukturen werden immer komplexer. Das ist schon, geht schon jahrelang, sage ich schon seit Jahren so. Und das ist eben so, dass ich auch viel Telefonate dazu verwende, eben überhaupt erstmal rauszufinden, wer ist denn eigentlich der Entscheider. Das heißt, eine Kombination aus Recherchegesprächen, so wie ich das immer sehr gerne nenne, ja, also Recherche am Telefon, durchs Telefonieren, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, weil viele, sagen wir mal, Old-Fashioned Callcenter das einfach noch so verwenden, dass sie sagen, naja, wir machen hier die Recherche und das ist alles offline, ja. Und dann, wenn wir den Entscheider haben, dann machen wir Schlagzeilen. Ja? Und das ist eben so ein bisschen eine Sache, die nicht mehr ganz so gut funktioniert wie vielleicht noch vor 10 Jahren oder sowas. Ja? Also nochmal so ganz in der Krise würde ich mal sagen, ist es noch verstärkt so. Konkurrenz überholen, das heißt, sowohl als auch für IT-Unternehmen, die sich eben momentan sehr stark auch überlegen, naja, haben wir Budget und also viele fahren das Budget runter. Viele sagen, naja, weil eben einige Branchen, die wir vielleicht ge sehr gerne bedient haben, wie Tourismus, jetzt eben komplett down sind, ja, jetzt müssen wir halt auch unser Marketing-Budget runterfahren und erstmal abwarten und schauen, ja, was passiert. Und ja, unter Umständen kann jetzt die zweite Corona-Welle kommen, es kann das kommen, das kommen, es kann noch ein ganzes Jahr dauern, bis wieder alles beim Alten ist, es kann auch eine Rezession kommen von 3 Jahren, es kann alles Mögliche kommen. Und wenn ich eben sage, naja, ich fahre mal mit meinen Budgets runter, mein Marketing, und dann kann sein, dass ich einfach den roten Faden verliere. Ja, in vielen Teilen der Wirtschaft, in vielen Teilen meiner Zielgruppe und diejenigen, die jetzt sozusagen den Mut haben, ja, etwas Mut vielleicht, weil ohne Mut braucht man eigentlich gar keinen Unternehmen zu führen oder überhaupt keinen Vertrieb zu machen. Ja, das ist mal ein Grundbestandteil. Diejenigen, die den Mut eben haben, jetzt auch durch die Krise hindurch zu akquirieren und Akquise zu machen, Kontakt zu halten, die sind dann eben auch ganz vorne weg und haben einfach eine Pole Position, also einfach eine ganz andere Stellung beim Kunden, bei den Projekten, wenn dann eben auch wieder dieser Unfreeze ist. Ne? Also jetzt, wenn zum Beispiel alles auf Eis ist, dann wird auch wieder alles mal aufgetaut. Ja? Also es sei denn, es ist eben nur ein Vorwand. Ne? Und das ist eben genau der Punkt. Da sind wir wieder beim Punkt 1. Ja, viele sagen eben nur als Vorwand, naja, momentan sind unsere Marketingbudgets alle auf Eis. Das sind aber häufig eben die, die sowieso keinen Bock haben und die sowieso immer irgendwelche Ausreden haben. Ausreden, Vorwände, das ist das gleiche Wort. Und jetzt nennen sie halt mal den Corona-Vorwand, ne? Um dich halt möglichst schnell loszuwerden. Und viele Firmen schieben einfach immer wieder ihre ganzen Bedarfe immer wieder von einem Quartal aufs nächste, von einem Jahr aufs andere, weil sie einfach
sich dazu entscheiden können, zu investieren. Ja, das mag oft, manchmal hängt es an der Geschäftsführung, weil die ein bisschen knausrig sind, ne? Also so nach dem Motto, solange die Maschine bei uns nicht auseinanderfällt, dann lassen wir sie noch laufen. Die ist ja voll abgeschrieben, das heißt, dann haben wir einfach die höchste Marge, die wir da rausziehen können. Aber dass natürlich vielleicht eine neue Maschine viel effizienter ist, ja, oder eine neue Software und so weiter. Und das heißt, das sind eben Firmen, da wo du sowieso ein hartes Brot zu knabbern hättest, völlig egal von Corona oder nicht. Ne? Ich sage nicht, dass, wie gesagt, bei einigen Branchen ist definitiv Corona hat definitiv eingeschlagen wie eine Bombe sozusagen. Aber bei einigen ist es einfach auch nur ein Vorwand. Ja? Und wenn du eben auf diese Vorwände reinfällst, dann kann es sein, dass dich die Konkurrenz, die es eben nicht tut, einfach überholt. Ja, wenn ich mir das mal so anschaue, von 100 IT-Unternehmen haben jetzt irgendwie 80, also 80 bis 90% haben ihre Marketingbudgets für Kundenakquise zurückgefahren. Tja, die 10%, die das nicht gemacht haben, ja, die haben natürlich hier freies Feld. Ja. Dann der fünfte letzte Punkt, kein Kontakt, kein Kontrakt. Ne? Also es ist einfach so banal, wie es sich anhört, so ist es auch. Ja. Wenn entweder oder, ne? Also entweder du willst jetzt weitermachen und neue Kunden machen und Geschäft machen und so weiter, oder eben nicht. Ja? Und wenn du sagst, naja, ich investiere jetzt kein Geld mehr in Marketing oder wenn du jetzt mit deinen Kunden sprichst, die sagen, naja, wir haben diesen jenes Softwareprojekt, das haben wir jetzt aber mal vertagt, aus diesen jenen Gründen. Dann sagst du, ja gut, wenn ihr meint, dass ihr jetzt sozusagen jetzt alles auf Eis legt, ja, überlegt mal, vielleicht, wenn es nur einen Mitbewerber gibt in eurer Branche, der das eben nicht tut, ja, wie weit der voraus ist, eben wenn alles wieder in Anführungsstrichen beim Alten ist. Ja. Denn auch da gilt kein Kontakt, kein Kontrakt. Ja. Das gilt für jeden des Unternehmen, egal wo in der Nahrungskette, in der Wertschöpfungskette auch immer es angesiedelt sein mag, gilt dieser Satz. Ja? Und wie gesagt, durchaus hat es in manchen Firmen die Berechtigung, dass sie einfach jetzt momentan nichts machen können. Aber es gibt viele Firmen, die durchaus Nachfrage hatten, aber nichts produzieren konnten, weil eben nur ein bestimmtes Teil fehlte, welches nicht produziert wurde in China zum Beispiel irgendwo. Ne? Sobald dann die Produktion in China wieder aufgenommen hatte, dann hatten die wieder ihren Markt, hatten wieder ihre Produktion. Und all diese feinen Details, eben, es macht das Ganze ein bisschen komplexer und genau das ist ja der Grund, warum ich eben Marketingbudgets nicht zurückfahren sollte, sondern einfach eigentlich viel stärker machen sollte, denn ich brauche einfach hier viel mehr Aktivität, um einfach ganz granular herauszufinden, welche Firma steht genau momentan an welchem Stand, wo haben die, wenn sie auf Eis sind, wie lange genau, ja, damit ich dann genau wieder in der Pole Position bin, genau zum richtigen Zeitpunkt dort anrufe und nicht erst wieder zu spät, wenn das Ganze schon wieder eingetütet ist. Also einfach sehr, sehr wichtig hier zu beachten. Also wenn du jetzt Lust hast, mal ein paar Sachen nochmal zu besprechen diesbezüglich, dann greif hier einfach zum Telefon oder schick uns eine E-Mail. Hier unten sind ein paar Links, kannst du auf unsere Webseite gucken. Dann heißt wieder, wünsche ich dir viel, viel Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.